Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch noch mal klarstellen, die Ablehnung der Dringlichkeit zu diesem Antrag im Mai durch unsere Fraktion war unserer Meinung nach sehr berechtigt und auch folgerichtig. Es war die Antwort auf den Umgang mit unseren Anträgen, ob nun dringlich oder regulär eingebracht. Sachliche Gründe spielen ja bei der Koalition keine Rolle. Ist der Antrag von den Linken, wird er abgelehnt, nämlich fast per se, kann man ja sagen. Und aus dem verblüfften Gesicht von Kollege Schulte konnte ich ja lesen, er rechnete nicht mit einer Ablehnung. Doch so ist das manchmal im Leben, ne? So kann es einem gehen und dabei will ich es dann auch belassen. Heute ist dieser Schaufensterantrag nun regulär auf der Tagesordnung. Ja, ich sage Schaufensterantrag, weil wir ihn für überflüssig halten. Noch vor dem Dringlichkeitsantrag verständigte sich nämlich der Energieausschuss, sich eingehend zum Sachverhalt und zu den Auswirkungen zu befassen. Und das war nämlich vor Ihrem Dringlichkeitsantrag. Und schon Mitte Mai versicherte das Ministerium im Energieausschuss, sich gegenüber dem Bund mit der Entscheidung nicht einverstanden zu erklären. Selbst die Begründung wurde erörtert. Man wollte die Bedeutung für die Hafenentwicklung unterstreichen, insbesondere für den Massengutumschlag und mit den schon im Vorfeld getätigten Investitionen. Denn in Erwartung der Vertiefung wurden auch in den Häfen Vorbereitungen getroffen, das ist klar, größere Schiffe mit mehr Tiefgang abfertigen zu können. Diese Investitionen wären dann natürlich verpufft und es war also verabredet, dass sich der Ausschuss damit befasst. Außerdem handelt die Landesregierung schon. Wir haben es ja jetzt auch vom Minister gehört. Deshalb ist dieser Antrag überflüssig. Aber meine Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, hier unterscheiden wir uns grundsätzlich. Wir als Linke unterscheiden uns da wirklich von den Regierungsfraktionen. Wir stellen sachliche Gründe in den Vordergrund. Auch für die Fraktion Die Linke sind die Vertiefungen der Hafenzufahrt in Rostock und die Fahrrinne der Wismarbuch wichtige Infrastrukturprojekte, die nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen. Das ist natürlich auch unsere Meinung, weil es was Bundeswasserstraßen sind, hängt das Land am Tropf des Bundes, das ist auch klar. Der Bund ist zuständig für die Finanzierung, für die Planung und natürlich damit auch für die Realisierung. Und weil der Bund sich finanziell verhoben hat, werden Infrastrukturprojekte verschoben oder sogar gestrichen. Dieses Gebaren ist auch wiederholt hier Thema bei uns im Landtag. Das kennen wir schon, können wir ja einfach mal so formulieren. Die Verzögerungen betreffen Ertüchtigungen von Bahnstrecken, Straßenbauprojekte zur Ortsumgehung und nun auch die Vertiefung der Bundeswasserstraßen. In Pressemitteilungen mahnt Infrastrukturminister Schlotmann an, strukturpolitisch zu denken beim Ausbau von Verkehrswegen. Das gilt für Schiene, Straße und Wasser und das ist richtig. Und dieses Herangehen begrüßen wir natürlich auch. Meine Fraktion setzt auf den Sachverstand im Fachministerium und darauf, dass die Haus- und Regierungsspitze sich sehr wohl der wirtschaftlichen Tragweite und der Konsequenzen der Bundeshinhalte-Salamitaktik, so möchte ich sie einfach mal bezeichnen, bewusst ist. Meine Fraktion erwartet, dass die Landesregierung die Bedeutung der Vertiefung der Zufahrten zu den Häfen Wismar und Rostock für die Hafenwirtschaft und die gesamte maritime Wirtschaft mit markigen Argumenten gegenüber dem Bund deutlich macht. Das gilt für die Vergangenheit, für die Gegenwart und natürlich auch für die Zukunft. Wir brauchen die Vertiefung, ansonsten wird eine der wichtigsten Zukunftsbranchen im Nordosten Deutschlands ausgebremst. Die Schiffe werden nun einmal immer größer. Das ist ja eine Tatsache. Können uns weniger Schiffe anlaufen, wird auf andere Häfen ausgewichen. Darunter leidet nicht nur der Umschlag, sondern auch die Produktion. Deshalb hält meine Fraktion mit die Tür auf, damit die Landesregierung mit breitem Rücken dem Bund gegenübertreten kann. Es wäre ein guter Schritt zu erreichen, dass die Planung also nicht auf Eis gelegt wird. Und wird jetzt nicht geplant, rückt natürlich die Realisierung in immer weitere Ferne. Das wünscht sich von uns keiner. Nur durch Planung wird sich herausstellen, wie belastbar die Angaben zur Ausgabenhöhe dann im Bundeshaushalt wirklich sind. Der Minister hat ja schon etwas formuliert zur Minimierung der Ausgaben,
da diese Größenordnung 95 Millionen für den Rostocker Hafen offensichtlich nicht finanzierbar ist, wäre es gut zu wissen, ob es dann eine Minimalvariante gäbe. Darüber sollte man sich sicherlich noch mal dann im Ausschuss verständigen. Für die Seehafenzufahrt in Wismar sind rund 5 Millionen veranschlagt. Dieses Vorhaben hat zumindest noch keine Hausnummer, noch eine Hausnummer im Bundeshaushalt 2012, wenn auch für die Folgejahre. Das Vorhaben Seehafenzufahrt Rostock sucht leider dagegen vergeblich. Ich sage leider, leider. Wir können es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ändern. Wir stimmen aber trotzdem Ihrem Antrag zu. Danke.